Ja, und das war's mit Age of Mythology. Wir haben es durchgespielt. Und da war noch ein rätselhaftes Ende. Akanthos hat auf einmal eine silberne Rüstung an. Und ist irgendwie wieder auferstanden, denn er sah richtig tot aus. Naja, wir haben es zu Ende gespielt. Ich werde noch die Erweiterung auf jeden Fall Let's Playen, also The Titans. Dann werdet ihr da sehen, wie es weitergeht. Also da wird auch die Geschichte einfach fortgeführt. Und Gargarensis ist somit auch besiegt, und zwar von seiner eigenen Statue getötet. Ja, ich finde, das ist einfach ein geiles Strategiespiel, deswegen habe ich das auch als zweites Let's Play. Mein erstes war ja Duty Calls, zwar nicht so toll, aber naja. Dann würde ich sagen, ab geht's zur Punktevergabe. Dadurch, dass die Kampagne so lang ist, auf jeden Fall Pluspunkte. Dann noch, dass alle drei Reiche, also Wikinger, Ägypter und Griechen, so unterschiedlich sind. Nochmal ein Pluspunkt. Ja, was kann man noch sagen? Ich finde es einfach geil, dieses Spiel, dieses Thema auch. Es passt einfach dazu, das ist einfach geil umgesetzt. Deswegen gibt es von mir 9,9 Punkte. Fast 10 Punkte, es ist noch nicht perfekt. Es gibt perfektere Spiele, aber 9,9 ist auf jeden Fall schon mal gut. Ziemlich gut. Diese 0,1 Punkte hätte ich auch noch geben können, aber macht doch nichts. Ja, das Let's Play ist somit beendet. Die Erweiterung werde ich als ein neues Let's Play einstufen. Ja, deswegen lasse ich euch hier die Credits anschauen. Danach sage ich noch ein paar Abschlussworte und deswegen bis dann. Schaut euch mal die Entwickler hier an, wie man sie recht sieht. Also, wie gesagt, bis dann. Ja, die Credits sind vorbei, die Punkte sind vergeben, das Spiel ist durch, es hat hier 32 Level und ich werde auch die Save-Datei für euch noch uploaden und dann für euch als Download freigeben. Ja, dann könnt ihr das in euren Save-Ordner von dem Spiel tun und dann habt ihr die Kampagne auch gleich so weit wie ich hier. Ihr müsst einfach nur einmal laden und den Boss nochmal kurz besiegen. Und ja, dann hättet ihr das soweit. Aber ich glaube eh, dass das sehr wenige haben, dieses Spiel. Ja, und im nächsten Let's Play geht's dann weiter mit Titanenkampagne. Aber das noch nicht jetzt. Deswegen bis zum nächsten Mal. Also haut rein, das Let's Play ist hiermit beendet.